Ich würde sagen, Grabwächter, Grabwächterin, schön euch zu sehen zu The Last Remnant hier im Notfall-Sendeplan. Wir spielen es einfach knallhart weiter, haben beim letzten Mal wieder Drachen besiegt und haben auch Lokis Quest erledigt und wir sind jetzt dicke Freunde mit Loki und das finde ich schön, denn es ist ein interessanter Charakter, den wir schon lange miteinander mit uns rumschleppen und der ist auch gut ab und zu. Ist der ganz nett, dieser Charakter. Ja. Sonst, ich habe eigentlich Bock, weiter einfach auf Bolzen. Was machst du denn hier? Einfach weiter Rares zu handeln. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Entschuldige mich bitte. Entschuldigung. Warum haben wir noch mal kein Geld? Warum haben wir kein Geld? Warum habe ich kein Geld? Warum bin ich so arm? Welcher Frau habe ich jetzt schon wieder mein ganzes Geld gegeben, weil ich so ein netter Mensch bin? Ich guck mal, ob ich noch genug hiervon habe. Das brauche ich nicht. Davon habe ich... Dieses Zeug geht so schnell weg, ne? Der beruhigende Blattkram. Naja, ich glaube, ich muss ein bisschen Geld machen. Ich gebe dir die Brust! Jawohl! Mann, ich dachte nicht, dass eine Waffe so ein netter Meme sein kann. Igitt. Ja, Dinge passieren, trifft auf jeden Fall zu. Die Frage ist, was machen wir nun? Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Wir gehen nochmal nach Melfina. Eventuell gehe ich nochmal ein bisschen durch die Städte durch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche harten Hardcore-Quests in irgendeiner Weise machen sollte oder kann. Aber hier sieht es im Moment so aus, als ob es hier nicht wirklich was Neues gibt. Wir könnten auch nochmal in Yalmoks Höhle gehen. Und dort... Warum schreie ich eigentlich so? Und dort könnten wir eventuell nochmal... wegen einer Quest rein... Ritter des Ordens von Melfina. Mutiger junger Mann, der Roberto bedingungslos vertraut. Letizia verpflichtet. Ritter von Melfina, Bibelbabelbo. Ritter des Ordens von Melfina. Freundlich und offen, aber schnell verängstigt. Okay, deswegen sind die so teuer, weil die Geschichte haben. Das ist der Wahnsinn. Die haben Geschichte, sehen trotzdem aus wie ganz normale Soldaten. Quote Ed, das musst du andersrum machen. Entschuldigung. Das ist leider so merkwürdig. Du weißt jetzt zumindest schon mal, woran es liegt. So, ich gehe mal hier so durch und guck mal, was so geht. Ich bin mir ziemlich sicher. Übrigens, ihr merkt es, die Grafik sieht vielleicht besser aus, nicht? Hier ist Nora. Ich habe mich gefragt, wo du bist, meine Frau, Freundin. Ich meine, junge Bekannte, mit der ich wenig zu tun habe und mit der, von der ich keine Pin-Up-Bilder-Serie habe. Weil sie so einen geilen Hammer hat. Kennt ihr das dritte Komitee der Akademie? In Anbetracht der Ereignisse um eure Schwester gehe ich mal davon aus. Ich habe auch nicht die besten Erfahrungen mit ihnen gemacht und habe vor, das momentane Chaos zu nutzen, um sie vollständig zu erledigen. Fragt mich nicht nach Einzelheiten, die kann ich euch nicht geben. Was passiert ist, ist schlimmer als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz zu beschreiben. Wir sind in der Lage, sie herauszulocken. Und dann vernichten wir sie. Seid ihr bereit? Wir werden auf der Ebene von Luhang kämpfen. Das sollte all dies beenden. Wir brechen nun auf. Seid ihr bereit? Ja. Auf geht's. Die Soldaten der verfluchten Alice. Okay. Ich bin sehr gespannt. Oder quote it in einem Wort. Ja. Ich glaube, das hat
Oder ist das Mod beschränkt? Na, das müssen wir aufheben. Warum haben die alle Level Fragezeichen? Wenn ich das mal so fragen darf. Das müssen wir direkt ändern. Nur Bots und Admins können adden. Das ist nicht gut. Da gehe ich sofort nach dem... Nein, ich werde das nach... heute ab will ich das noch ändern. Entschuldigung, das war mir nicht bewusst. Das ist auch Quatsch. Ich kann ja alle Mods, alle Quotes, die merkwürdig sind oder Beleidigungen sind oder Eigenwerbung, hier rausschmeißen. Ausgewichen, nicht gut. Und die haben viel Leben. Viel Leben, viele komische Gruppen. Dritte Komitee, Nahkampf. Aha. Ja, die können Nahkampf. Scheiße. Gut ausgewichen. Boom. Zwar keinen Schaden gemacht. Das sind sau viele mit Fragezeichen. Die wurden überfallen, nicht okay. Alter, meine Moral! Was ist da denn passiert? Oh nein, Rauch kommt aus dem Boden. Tot. Okay. Na komm, dreh den Spieß um. Wir müssen hier auch weiterkämpfen, leider. Ach nee, wir sind in keiner Gruppe gefangen? Das ist doch völliger Schwachsinn. Demoralisiert die da. LP hochhalten. Und wir können hier jemanden, wir können die Gruppe beleben. Warum sind so wenige in Kämpfen gefangen? Oh, Landmine ist gefährlich. Schwerkraftstrom verzögert die Gegner. Voll gut. Okay, Landmine ist voll lame. Toggle, nein! Ich hab mir fast abgekauft, dass ich concerned war, oder? Ich bin so ein guter Schauspieler. Ja, greift mal alle meine Maschine an, da habt ihr richtig Spaß bei. So ist das in Ordnung. Oh mein Gott. Das will ich nicht überleben. Nope. Oh, das ging auf dem Rücken. Schön auf, oben auf die Schulter gehauen und dann einfach zusammengeklappt. Das ging böse auf dem Rücken. Ugh. Ich glaube, das müssen wir noch mal machen. Ich hab das so im Urin. Die haben einfach eine heilende Einheit. Die funktioniert. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Irgendeiner von diesen Idioten muss doch erstmal sterben. Hm. Wir machen mal weiter, obwohl ich nicht amused bin. Och Gottchen. Das ging auch im Rücken. Scheint auch ein sehr starker Quest zu sein. Nein, nicht mein Zyklop. Komm schon, irgendwer? Sterben? Sehr gut. Gut ausgewichen. Windstoß, jawohl. Super ausgewichen, David. Töt ihn.
Vielleicht können wir doch noch was reißen. David allein gegen alle, wie immer. Gut, die Landmine geblockt. Nicht Ophelia gab die Quest, sondern Nora. Hihi, 69 Damage. Haben die gerade Verstärkung gekriegt? Die waren stark genug. Und auf ein Neues. In dieser Kneipe scheinen auch sehr viele harte Quests zu sein, wenn ich das so sagen darf. Ich komme mit dir, Nora, und ich habe keine Angst. Warum sagt er automatisch nein? Alles klar. Ja. Er sagt direkt nein. Das ist zu krass, Nora. Bitte nicht. Bitte nicht. Ist okay. Warum haben die diese behinderten Hypno dabei? Wir machen einfach mal gucken, was passiert. Ohnmächtig ist gar nicht okay. Schon wieder ohnmächtig, what the fuck? Gut ausgewichen. Finsternis! Säure-Detonation! Was ist so geil, wenn ich diese ganzen tollen Attacken auf einmal machen darf. Angriff für 6. Alter. Schöner Monduntergang. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Alle Einheiten und Verstärkungen sind im Boss-Modus. Geil! Danke, Hexta, fürs Vorbeischauen. Viel Spaß beim Eishockey. Oh, Item-Künste haben auch die Möglichkeit, dass wir die aufwerten. Komm jetzt aber, flinker Drachenflug des Todes! Leider reichen die Hypnos schon. Um überhaupt irgendwas zu machen. Das ist so krass. Jetzt heilen die sich wieder gegenseitig. Wir müssen die Unterstützer der Gruppe einfach erledigen, falls wir irgendwas reißen wollen, aber da mich Gift schon umbringt und ich einfach die ganze Zeit in der Minusmoral bin, bin ich mir sicher, dass dieser Quest noch nicht... Oh, Alter. Dass dieser Quest noch nicht wirklich was für uns ist. Ich wollte es ja nur mal testen. Wenn irgendwo ein neuer Quest ist, dann muss er dann angehen. Und beim zweiten Mal. Merkt man ja hier, was für Probleme wir bekommen. Gut gemacht, Gao. Schöne Augencreme. Super gemacht. Alter.
Der Donnerschlag allein ist so heftig auf unsere Gruppe. Boah, ist ja gruselig. Na gut, dann halten dich in diese Richtung. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso was anderes machen. Und nein, deine Quest wollte ich auch nicht machen. Aber deine Quest wollte ich machen. Ich bin gleich wieder da. Wir gehen eben in Yalmoks Nest und gucken mal, was wir davon brauchen. Was wir davon brauchen. Und wenn wir schon mal da sind, fast dann vorbei, dann können wir da auch nochmal nach dem Ramob gucken. Wie normal aufleveln ist okay. Aber ich dachte nicht, dass man auch Itemkünste, also diese, die weiß ich nicht, was sind Fallen oder was das auch immer für Itemkünste sind, dass man die auch nutzen kann als kritische Treffer. Weil die Kräuter habe ich auch ziemlich hoch schon. Oh, Yalmox. Okay. Hier sollte es irgendwo einen Buddelpunkt geben. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich woanders hin. Macht ja auch nichts. Leider sind sie so langsam, die Yalmok. Da macht es überhaupt keinen Spaß auszuweichen. Bei allen anderen fühlt man sich voll cool. Und bei denen ist es so, ja gut, ich bin jetzt wieder ausgewichen. Ist halt so. Wieder ein Yalmok. Hi, ja. Rotes Öl, nicht unbedingt das, was ich suche. Wir buddeln noch mal rein. Schattenbaumsamen, ja, davon brauchen wir welche, unter anderem natürlich. Den Rare, den ich suche, der heißt... Wer war das nochmal in Yalmoks Höhle? Ich könnte es so sagen, kann ich aber nicht. Oder ein Yalmox Nest. Das muss irgendein. Ist der auch so blau? Okay, ist klar. Du hast auch diese Blätterfarbe. Ich. Keine Ahnung. Irgendeine Schwinge. Ich weiß aber nicht mehr, wie die weiter heißt. Schwinge oder. Irgendwas mit Vogel. Irgendwas Vogelartiges. Ah. Aha! Ich weiß nur, dass es hier einen gibt. Golderz. Oh, was du hast, vermisst du nicht. Ne, Birdwing. Vogelschwinge. Ja. Vogelschwinge. Den suche ich, genau, richtig. Hab ich doch gesagt, ich wusste, wie der heißt. Habt ihr gehört? Wusste ich alles. Viererkette. Nice. Ich muss davon ganz viel suchen, falls ihr nicht mehr wisst, was das für ein Nebenquest ist. Das ist mal ein Nebenquest, wo man nicht sofort in irgendeinem Bereich landet, sondern hier ist es einfach, ich muss hier reingehen. 15er Kette. The fuck ist Orichalcum? Oh! Ich muss hier reingehen und für irgendeinen Forscher, der natürlich für Forschungszwecken an einem Liebestrank arbeitet, muss ich Ingredients hier rausholen. Wer bist du? Entschuldigen Sie, ich kenne Sie nicht. Ah, Goldflieger. Aha, na gut. Zum Glück haben wir den gerade gelesen. Mystik. Stark. Greift aus der Ferne an. Statusveränderung. Seid stark. Na, bleibt auf den Beinen. Aber es ist wahrscheinlich auch jemand, der immer wieder spawnt. Der scheint nicht wirklich rar zu sein. Nadelstich 3. Nix kann er. Und er ist vergiftet. Was ist das denn für ein Rare-Mob? Ein vergifteter Rare-Mob. Das habe ich noch nie gesehen. Aber abwehren und ausweichen kann er. 7500, wow. Er kann Fett ausweichen sogar. Mach ihn ohnmächtig, jawohl. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Wir machen wirklich wenig Schaden mit unseren Leuten. Ich will das ja nicht so sagen. Außer Gau. Rare
Ist klar. Giftgas freigelernt, nice. Liebe gestiegen bei Amy. Poltergeistkern und Klabautermannkern. Und tschüss. Birdwings aus dem Schmetterling. Okay. Das reicht mir doch. Im mittleren Rundgang. What? Also dem hier. Naja, wir werden schon rausfinden. Wow! Rare Item des. Mr. Butler. 5000 Gold. Yes. Ich brauche all das Geld. Ich bin so arm. Alle Leute Geld von mir wollen oder Items oder weil ich irgendwas schmieden will und muss. Upp. Die sind so gefährlich, diese Viecher. Hier war mal ein Item, das habe ich gemopst. Und hier ist wieder eine Bohrstelle. Ich brauche auch noch sowas anderes. Ich brauche so Schattensamen. Golderz ist auch mal gut. Ich kann auch fünfmal buddeln, also. Oh, pfff. Okay, da kann ich wieder runterspringen. Das ist ein Yalmok. Das sind ja auch immer... Theoretisch sind das ja auch Rare Mobs oder sowas ähnliches, weil es sind halt die Bewohner dieses Ortes. Todesdrachenknochen, geil. Yalmok, Yalmok. Alles für den Yalmok. Hoja. Todesdrachenknochen! Gib sie mir alle. Jetzt bin ich in Fahrt. Schattenbaumsamen. Ein. Naja, immerhin. Ich frag mich, was der noch brauchte von mir. Der brauchte nicht nur die, Schattenbaumsamen und dieses Nektar. Der braucht auch anderen Zeug. Der braucht auch irgendwas anderes. Ich habe mal vergessen, was. Schlecht. Wenn man mal auf Questjagd ist. Gehen wir mal hier lang. Wo gehen wir denn hier lang? Hier gehen wir runter in den... Naja, können wir auch mal machen. Wenn wir schon mal hier sind. In diesem Arm ist nichts. Na gut. Ob es ein Item gibt oder Items, wo man mit herausfinden kann, welche Rares sich gerade eben in der Zone im Dungeon befinden. Das wäre ganz cool eigentlich. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche Indizien. Ist das ein Item? Ist das einfach ein Item, was ich noch nicht habe? Trolldiamant. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, warum ich dieses Item noch nicht habe. Oh. Rare Item! Oh, ich habe keine Buddelpunkte mehr. Aber vielleicht muss ich genau dahin. Das merke ich mir mal, diesen Bohrpunkt. Im linken Zipfel. Das können wir uns merken, oder? Grabwächter. Mehr Yalmok. Igitt, es sind Insekten. Insektoiden etwa. Alter. Ich frag mich, ob es auch sowas gibt wie Mama Yalmok. Das wäre auch witzig. Oder? Guten Tag. Keine Zeit für euch, trotzdem. Dankeschön. Und wenn ich hier lang gehen würde, würde ich wieder unten in diesen Zipfel reinkommen. Okay, da will ich nämlich als nächstes nochmal hin, in diesen besagten Zipfel. Schaue ich mir mal da die Bohrpunkte an. Jetzt wollen sie wieder was von mir. Ich kenne die doch. Nein? Ja, wir gehen doch nochmal diesen mittleren Gang durch, weil wir dann sowieso dahin kommen. Und
weil da ja eventuell unser Rarmob ist, den wir eventuell suchen. Waffenrezept 45, 30 wäre mir natürlich lieber. Aus Gründen. Hallo? Nein, da ist nichts. Ich doch noch mal gucken. Die werden immer gleich alle so aggressiv. Da bin ich so nett. Auf jeden Fall gibt es hier und da immer ein bisschen Geld, was ich ganz schön finde. Wir können jeden Cent gebrauchen. Huch, wo kommst du denn her? Gehen wir nochmal hier an diesen Bohrpunkt, wo wir vorhin nichts gefunden haben. Vielleicht haben wir heute mehr Glück. Ja, schau. Nektar. Ich glaube, dafür brauchen wir 15. Teddy ist frei, ich weiß, du bist kein Mr. Buddler, aber du bist auch ein Süßer. Was ist das? Huch, entschuldigen Sie. Immer so aggressiv. Das sind auch keine Rare Mobs. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Jetzt wollen wir hier links. Und dann wollen wir unten in die Schlaufe. Also ich glaube, es war kein Rare Mob da. Wenn er denn in dieser, wenn er denn in diesem Rundgang ist. Und wir gehen jetzt links und schauen uns hier nochmal um. Und zwar in allen Oh, Bohrpunkt. In allen Ösen. Und nicht, dass wir was vergessen. Ich muss im Norden hoch. Achso, also der nördliche Rundgang. Das ist dumm. Da war ich jetzt nicht. Jetzt muss ich da nochmal hin. Ach komm schon, bis der Buddler. Ich muss hier oben in den Rundgang. Achso. In die beiden Sackgassen also. Naja. Wo ist der Bohrpunkt von gerade? Mittig der Map ist nochmal ein Rundgang. Der da? Hm. Da war doch gerade ein Bohrpunkt an, dieser, an diesem Zipfel. Ändern die sich immer? Ah ne, das war hier in dem Zipfel, Entschuldigung. Das sind natürlich diese ganzen ekelhaften Viecher hier. Bäh. Oben hat es reingegangen. Also doch, ganz... Ich soll nicht in den Norden hoch. Nicht ganz hoch in den Norden, aber in den Norden. Aber jetzt muss ich doch in den Norden. Also gehe ich in den Norden, wo ich gerade gesagt habe, dass ich in den Norden gehen muss. Ach, Parasitenöl, das brauche ich. Echt Silberherz. Mach ich doch. Ich bin unterwegs. Aber erst Parasitenöl. Ich habe noch 4 Buddelpunkte. Die behalte ich mir. Ich bin anvisiert von was? Welches Monster wagt es, mich anzuschauen? Komm zurück. Auch hier ist Parasitenöl, perfekt. Komm jetzt, 25.000 Buddeldinger, 2.
Ah, ich hab's nicht leicht. Ich hab's nicht leicht. Oh! Aggressiv. Runterrutschen, ab geht's, Baby. Oh, das heißt, wir gehen jetzt hier links. Wo? Und dann hier oben links in die Gänge rein. Ja, das war clever, fast. Man sagt auch nein. Hier schon mal keine rare Mobs haben. Oh nein, es sind Riesenspinnen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die sind so eklig. Also in dem Raum, wo gerade die zwei Spinnen schon waren? Oder oben in dem letzten Raum, der im Norden liegt? Ich werde es rausfinden. Ich muss hier sowieso noch ein paar Mal rein, um die restlichen Sachen zu sammeln. Oh mein Gott, Riesenspinnen. Natürlich kann irgendjemand noch irgendwas von denen gebrauchen. Nicht der einzelne Raum ganz im Norden. Also der letzte Raum, den man erreicht im Norden. Okay, der also dann im Westen liegt. Das hat man aber kompliziert ausgedrückt. Jetzt einfach den Raum im Westen sagen können. Den oberen Raum im Westen. Hier ist nichts. Ah, Jalmok! Ne, ist unfähig. Schattenbaumsamen. Ich kann nicht mehr. Ist das ein Wärmob? Nein. Der war nicht schwer. Immer der Raum, der am weitesten weg ist. Der ist eben nicht am weitesten weg. Der ist eigentlich am nähesten. Wir haben jetzt nur einen riesen Umweg gemacht. Mitte im Norden. Nicht der Einzelraum im Norden. What? Also ist er in keinem Raum, sondern ist in dem Gang, am Ende des Gangs, der hier lang führt. Ich glaube, wir reden über verschiedene Dinge, Chat. Ah, Insekten! Nein! Es gibt drei Räume im Norden. Drei. Und zwei davon sind Einzelräume in Sackgassen. Und der andere ist kein Raum, sondern das Verbindungsstück im Gang. Und das ist dieses Ding hier. Der Kopf des Clowns. Ja, genau. Dieses Ding hier. Aber hier ist keine Ahnung, ob das... Ich zeig dir die Karte und du sagst jetzt einfach, welcher von diesen drei Räumen, diese drei Räume, wo man jetzt ungefähr vier sieht. Genau dort, ja. Also am Ende des Gangs. Es ist für mich am Ende des Gangs, Entschuldigung. Die Mitte. Das andere waren Räume, weil sie nirgendwo hinführen. Oder? Außer wieder raus aus dem Raum. So, oder? Also, das heißt, ich kann hier die ganze Zeit, ich kann hier das schöne Rare-Mob rein-raus-Spiel machen, was wir so gerne machen. Machen wir das wirklich gerne, Chat? Doch, oder? Bisschen rein-raus? Kann man schon mal machen, oder? Aber ich kann ja so weit gucken, das heißt, ich muss gar nicht weit draußen rein. Also, ich habe hier schon mal Rare-Mob gesehen an dieser Stelle. Na, oh mein Gott. Aber es, oder ein anderer Mob? Irgendwas war da. Ich
Wieso ist es? Da ist er doch. Siehst du, da ist er. Das ist doch Birdwing, hab ich doch gesagt. War doch ganz klar, wo er ist. Chad! War doch klar, von Anfang an wusste ich doch. Ihr immer mit euren Erklärungen. Sag mal los. Gucken, was er so kann. Das kann Rare Mob. 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 Das ist kein Rare Mob. Das ist einfach nur Schlangenmotten. Ja, bei mir ist auch alles gut vom Upload her. Wir haben jetzt mal ein Prozentchen verloren, aber das ist nicht so schlimm. Das ist aber normal, also. Das ist kein Ramp-Up. Einfach Schlangenmotten. Grobheit ist gestiegen, sehr gut. Sehr gut, Dora. Es gibt 5 Mob dort. Es sind 5 Stück dort. Okay. Na gut. Woran erkenne ich dann wohl den Rare Mob? Die Rare Mob Variante dieser Variante. Die waren jetzt relativ grau, farblos. Vielleicht finden wir die dann nochmal in Farbe. Dann wüsste ich natürlich mehr. Aber wer weiß das schon. Außerdem habe ich mir überlegt, ich hole mir einen Schwenkarm für mein Mikrofon. Weil, wenn ich das Mikrofon so halte, haben wir eine deutlich, deutlich bessere Aufnahme. Was ist das? Was ist das? Ach, die hat gesessen, die Spinnen, die Motte. Boah, sah das krass aus. Boah! Das sah ja komisch aus. Das habe ich noch nie gesehen. Seid stark. Auf den Beinen bleiben, Kampfkünste, aus der Ferne angreifen, Kampfkünste, okay, okay. Koizero! Oh. Doppelte Ohrfeige, das hört sich nicht gut an. 24.000 Schaden aus fast einem Schlag zu kriegen, hört sich auch nicht gut an. Das war knapp. Ich wollte fast die falsche Taste drücken. Da ist er ja. Oh, Emmys Gruppe hat sich direkt in Luft aufgelöst. Beziehungsweise in ein kleines Häufchen. Blut und andere Dinge, die man so verliert, wenn man stirbt. Aber die sind ja nicht tot. Die leben ja noch. Helden sterben nicht. Ich bin gespannt, wie viel Leben der hat. Ich meine, wenn er von der Gilde kommt, wird er irgendwas wieder können. So, Schutz suchen. Lauft weg und heilt euch. Arigato! Hyperhammer! Ach, fuck. Wie wär's mit heilen? Dankeschön. Stärken 4, ich dachte, ihr könnt beleben. Gute Heilung an Emi. Mit Pen and Paper werden wir wohl dann in der Gruppe besprechen. Da müssen wir schauen, wie wir alles absprechen. Sollten wir vielleicht jetzt nicht im Chat machen.
Aber ihr könnt mal in die Pen and Paper Gruppe reinschreiben, die gerade mitspielen, wann ihr Zeit habt. Und dann finden wir schon irgendwas. Tja, schneller Akal als Wunsch. Okay, und okay. Ja, im Moment ist es noch möglich einzusteigen. Okay, vergiftet ist der Rare-Mob schon. Es ist kein Rare-Mob, wenn man sich vergiften lässt. Kommt schon. Der Pharao kann auch den Pharao nicht vergiften. Wie wär's mit Ausweichen? Und diese, oh, 20.000 Giftschaden. Holy heck. Giftschaden, das ist so geil. Aber das Viech kann echt die Super-Ohrfeige, meine Güte. Oh, ist tot. What? Na gut. Easy. Rare Mob. Mystisches Geschoss 2. Ja, weil ich daran so viel arbeite. Gefangene Vogelschwinge. Oh. Jata. Jata, ein Rare Mob ist tot. Jata. Jata. Jata, Chat. Und vor allem die Fistpump. Wer sich vergiften lässt, ist sowieso nicht würdig. So, wer möchte mir irgendwas sagen? Nekrotischer Stahl, machen wir. Giftige, alles was du willst. Was? Den neuen Playboy? Klar, besorgen wir euch. Mhm, neuen BH. Okay. Was zu essen, was zu trinken. Ein neues Auto. Ja. Was Süßes. Okay. Wie nix PvP, was soll das bedeuten? Vergiss die Drogen nicht. Doch, wie gesagt, Pen and Paper kann man noch einsteigen. Einfach auch da per Discord machen. Das machen wir jetzt nicht im Chat. Erstens wäre das blöd für alle die vielleicht The Last Remnant spielen wollen und schauen wollen. Und ich glaube, wir sollten solche Sachen, die man absprechen sollte, vielleicht nicht im Chat machen. Einfach aus Höflichkeitsgründen von denen, die Serie einfach gucken wollen. Für welche Gilde muss ich dieses Monster suchen und sammeln und vor allen Dingen töten und ausweiden und umbringen und dezimieren und deren Rasse? Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben langsam so viele Gilden, ich weiß das alles gar nicht mehr. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte woanders reden? Ich will da lang. Unfair. Krasse Krabbe, unfair. Ah, Vogelschwinge. Plan 3. Das ist gut. Da brauchen wir noch ein paar von. So. Unbekanntes Monster. Jemand mit 55 Intellekt dabei. Werden wir niemals haben. Ich kenne mich doch. Ah ja, ich weiß wieder, wo ich hin wollte. Perfekt. Gehen wir lieber was töten. Ja, wir sind. Wow. Ich glaube, wir machen gleich ein bisschen Hauptstory weiter. Ich wollte vorher kurz aber nach Melfina. Eventuell habe ich jetzt genug Sachen für seinen komischen Liebeszauber. Wer weiß das schon? Ich kenne mich mit so Liebeszaubern ja nicht aus. Bei mir sind die Frauen einfach von vornherein verzückt von meiner Gestalt. Von daher brauche ich keine Liebestränke. Das ist was für Anfänger. Man muss Liebestrank schwitzen. Dann bist du dabei. Vielen Dank. 10 Ampullen Parasitenöl. 3 Kellen Kosmossand. 1 Nachtblütensamen. Und wo finde ich das? Kellen Kosmossand. Ich hab all die Fragen. Ich hab all die Fragen. Gut, hier will keiner was von mir.
Wo gehen wir hin? Nach Goa? Und hier nochmal ins Gasthaus? Vielleicht finden wir nochmal die von der Forscherabteilung, die ehemalige Chefin. Dum, dum, dum. Burggor. Kanada, der mir interessante Gespräche führen möchte. Ich bin ein Pharao. Ich möchte unterhalten werden oder eine Unterhaltung führen. Sehr gut. Hast, aber weißt, dass du sie nicht getötet hast. Dann sei doch froh. Das wollte jetzt jeder wissen. Verkaufen? Ich weiß, dass du so ist. Deine Heldentaten sind die besten, Hasi. Yay! Ein Runenschwert. Kann ich sowas kaufen und verbessern? Habe ich sowas gekauft und kann sowas verbessern? Will ich sowas verbessern? Ein Runenschwert. Ich habe hier ein Runenschwert plus 1. Damit kann ich nichts mehr anfangen. Weichei. Sayo sagte nur, sie hat ein Tier, eine Fliege in irgendeiner Form gefangen und auf heftigste Weise epischer, kritischer Treffer, die sofort in zwei Teile gerissen. Wie das halt so ist. Sagt sie. Okay. Ich würde ja gerne irgendwas bauen, aber mir fällt einfach nicht ein, was ich bauen könnte. Kennt ihr das? Wenn ihr wirklich so denkt, so, oh ja, ist ganz nett, aber irgendwie. Entschuldigen Sie, wie wär's mit noch ein paar Nebenquests? Fände ich voll geil! Gucken wir nochmal in Illusion. Wir waren ja auch noch nicht überall, deswegen könnte man sich vorstellen, dass ich hier oder da nochmal eventuell eine Nebenquest vergessen hätte, in irgendeinem Nebenplatz oder so, oder von irgendeinem Charakter, den wir halt rekrutiert haben. Weil zum Beispiel waren wir auch hier in der Kirche kaum drin. Aber ich glaube, hier hatte ich auch einen Quest gemacht. Betender Mann. Das ist sehr schön. Ich will nicht in die Katakomben. Hier gab es nichts, das weiß ich schon. Ganz viele Leute von den Silberfalken, da fragt man sich, ob man nicht nochmal einen mitnehmen möchte, einfach weil die cool aussehen mit den silbernen Kapuzen und so. Wir sollen 7 Vielfraß in den Katakomben töten. Wir könnten in der Theorie sogar reingehen. In die Katakomben. Und uns dort ein bisschen umsehen. Guten Tag, gibt es hier in irgendeiner Form Quests? Nein. Nein. Das ist ein Nein. Der langweiligen Forschertypen. Ich mag euch alle nicht. Ich mag euch nicht. Ich finde euch nicht okay. Guckt euch dieses hammerkrasse Artefakt an. Boah, das ist so hammerkrass. Das ist so krass. Das ist das größte Artefakt überhaupt, was ich je gesehen habe. So, lass uns nochmal
Dieses Gebiet ist nicht zugänglich. Das hast du mir überhaupt nicht zu erzählen. Du hast zu nicken und auf die Knie zu fallen, wenn ich an dir vorbeilaufe. Mäh. Gibt's hier Quests? Arktor. Nö. Nö. Mal gucken wir mal im Trados und dann machen wir Hauptstory. Dann habe ich wirklich alles gekriegt. Dann habe ich alles gegeben für unsere Nebenquests. Sind überhaupt keine Nebenquests mehr hier, das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist so schade, wenn es keine Nebenquests mehr gibt. Naja, mehr Hauptquests für uns, auf geht's nach Unterwelt. Waren wir schon? Ah ja, das war der Handelsdistrikt. Ah ja! Wir machen mal hier auch 2-3 Speicherungen. Okay. Und dann gucken wir mal, was wir hier kaufen können. Oh, noch ganz viele Fragezeichenwaffen. Okay, geil. Sind das die Artefakte vom Gottkaiser? Die sehen gruselig aus. Hat er die alle unter Kontrolle, diese ganzen Türme? Das muss scheiße sein. Auf geht's in die Cutscene. Mal gucken, was der Gottkaiser zu sagen hat. この度、 進化進化は誰もが友人じゃ。堅苦しい会話などいらん。そうじゃろう。信仰帝陛下の御心のままに。なんだこのおっさん。アスラム公、そなたの活躍は聞いておる。その若さで大したものじゃのう。そなたの父も 誇りに思っておろう。は、いや、恐れ入ります。陛下、伺いたいことがございます。覇王のことかの？さて困った。 他ならぬ友人の頼みじゃ教えてやりたいがのう。覇王は世界の秩序を乱そうとしております。何としても止めねばなりません。そのためにもぜひ陛下のお力添えを。ほほほ、世界の秩序を乱すとな、それは恐ろしい話じゃ。Irgendwas ist hier faul. 陛下、覇王を取り立てたのは陛下ではございませんか？どのようなおつもりで？ おほほほほほ。若さよのう、アスラム子。目の前しか見えておらんな。What? イリーナ・サイクスとはそなたか？はい。マーシャルの血を受け継ぐ少女か。ほほ。 確かにマリオン様の面影が見える。アスラム公よ、この古き血筋の巫女に免じ、覇王のことを教えてやってもよい。ただし、この先に住む勇気があればじゃがのう。
Das sind Artefakte des Gottkaisers, die Speicherrettendinger. Auch der Speicher ist abgeschlossen. Geht nun, die Wahrheit, die ihr sucht, liegt im Jenseits. Spüre ich etwa Angst in euch? Alter, Junge, Alter, wie Jenseits? Was ist denn Jenseits? Jenseits dieser Mauern. Den Zehnterportal benutzen. Yo. Guten Abend, Lai. Grüße, treue Grab. Undelwald, Unterwelt. Oh, das ist ein ähnliches Portal wie das Ark, wo wir gerade waren. Also hier geht es nach unten. Das andere Portal ist hier nach oben. Auf geht's. Aber diese Szene kennen wir schon. Es ist dasselbe Artefakt, was im Himmel liegt. Wozu es auch noch nicht so wirklich eine Erklärung gab, außer dass es es gibt. Es ist nicht dasselbe Portal. Das steht fest. Das sieht geil aus, oder? Das sieht eigentlich richtig geil aus. Ich finde das so... Oh. Guckt euch an. Wie es heftig ist. Und mal schauen, was es hier zu sehen gibt. Und wieder sind wir aber in diesen Hallen. In den letzten Hallen, die wir waren, haben wir etwas über Rush erfahren. Ob es diesmal Monster hier gibt? Ich bin von diesen Ruinen und Runen total fasziniert. Das sieht so geil aus. Guck mal, was da oben los ist. Sieht so gut aus, ne? Das glaube ich, die Verwandtschaft kann echt ab und zu mal nervig sein. Wo geht's hin? Wo sind wir hier? Es gibt keine Karte mehr für diesen Ort. Okay. Hier ist definitiv falsch. Aber hier ist richtig. Verhältnis der Teleporter, okay. What the fuck? Zur Hölle ist hier los, auch mit diesen ganzen blinkenden Lichtern, oder? Ah! Ich hab das Gefühl, gleich taucht ein Monster auf. Boah, das ist so krass. Es geht noch weiter runter. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Und auch hier ist eine Tür, ja? Das ist eine Tür, ja. Auf geht's! Ich hoffe, die kommen nicht wieder runter, die Dinger. So ist in Kindern normal. Begeistert von anderen Kindern. Aber Kindern kann man auch nicht böse sein, oder? Zumindest nicht lange. Ja, das Eischollenspiel von Tabaluga. Gott, oh Gott. Dann hat hier wohl der Eroberer gesessen. Ah, der schon wieder. Wagram-sama. Er ist mitgekommen? What? Oishitashiu gozaimasu.
諦め。 貴様は一体何を企んでいる？ 何も企んでなどおらぬ。 レムナントの意志を受け入れたいだけだ。 レムナントの意志？ 人が誕生するはるか古来より、 この世界を見守り続けし存在、 レムナント。 人はその姿、その力に神の御業を感じ、 時に恐れ、時に敬い、共存してきた。 だがそれも真相皇帝の時代までのこと。 遥かな時の流れの中で、 人はいつしか己の分を忘れ、 道具のごとくレムナントを利用するようになった。 愚か、あまりに愚か。 人は今一度レムナントを恐れねばならん、敬わねばならん。 それが人の役割であり、断りなのだ。 意志ありきレムナントが現れし、今 彼が何を行おうとするのか、 我々は見届け、受け入れねばならん。 どのような結果になろうともな。 意志ありきレムナントが現れただと？ そんなものか？ それは覇王のことか？ バカ！ なんだと？ そうだ、 あのお方はここで眠っておられた。 バンバンバーン。 貴様らに忠告しておく。 覇王とはこれ以上関わるな。 さもなくば 命の保証はせん。 待てよ！ 覇王の目的は世界を 支配することかもしれないんだぞ。 それでも お前は黙って受け入れろってのか？ 言ったはずだ。 どのような結果であろうとも。 陛下も同じお考えなのですか？ 新皇帝の血筋はレムナントがあってこそ、 覇王が求めるならば拒否する理由はない。 これは勅命じゃ。 今後覇王と戦うことを一切禁じる。 金を破ろうものなら公敵とみなす。 他の諸侯たちも同様じゃ。 共和会議で伝えよ。 よいな。 Er hat auf jeden Fall einen geilen Thron. So einen möchte ich auch. Ja, ist ganz cool. Aber ich glaube, damit er so leuchtet, brauchen wir ein bisschen mehr als 4 dreifache A-Batterien. おそらく聖域を抑えることではないかと。もっともそれが何を意味するのかまでは分かりませんが、他の諸侯は？ どの諸侯も全く動く気配がありません。なんだかんだ言っても皆公敵と見なされるのが恐ろしいのでしょう。そうだな。そしてそれは我々も同じだ。くそ、しょうがねえな。ダビッド、俺が覇王のとこまで行ってきてやろうか。俺ならもともとハスラムの人間じゃないし、ダビッドたちにも迷惑かかんないだろ。 冗談のつもりか？冗談じゃないよ。そりゃ簡単なことじゃないけどさ。俺にはタリスマンもあるし、なんとかなるんじゃないかってね。バカな。本気で言ってるのか？ダビッド、俺本当に感謝してるんだ。ダビッドがいなかったらイリーナを助けることも父さんと母さんを助けることもできなかった。それはだから、 ちゃんと恩返ししとかないとなって。お兄ちゃん、イリーナ、今回は連れていけない。いい子にしてろよ。ワンオンワンめちゃもオーバーが。ちゃんと戻ってくる。ディレクト。俺はバカだ。 何を守るつもりでいたんだ。ラッシュ、すまない。このまま覇王を放っておけば、公敵だろうがなかろうが
全ての人々が奴に飲み込まれてしまう。奴はあまりに不気味な存在だ。俺たちはワグラムじゃない。何でもかんでも、はいそうですかなんて受け入れられるか。ダビッド、まずはやるべきことをやってからだ。やってもいないことに縛られる意味はない。後のことはそれから考えればいい。アスラム公爵ダビッド・ナッサウより命ずる。これよりアスラム全軍はエルシオンへ出陣、覇王と戦う。従えない者は構わん。今すぐアスラムから逃げろ。わざわざ巻き込まれる必要はない。ダビッド様を置いて逃げ出す者などここには一人もいませんよ。公敵になるのが怖くて四将軍ができるか。なに、ご心配なさらずとも、いざとなれば何とでも口実は作れます。行きましょう、ダビッド様。ヤマン、Zusammenhalt! ありがとう、みんな。行くぞ、アスラムの旗のもとに。はい。お兄ちゃん、私も行っていいよね。Nope. Du bleibst hier ausschließlich. Hier hast du eine Decke und warm Tee. Geh weg. Na gut, du darfst auch mit. Na gut, die Frau darf auch mitkommen. Ah. Ich werde tun, was ich kann. Sehr gut. Ja, lass mich vor allem mit anderen Leuten reden. Vielleicht mit meinem Vater. Hey, ihr beiden, wenn es brenzlig wird, dann lauft einfach davon. Ja, okay. Guter Tipp. Weißt du, als ich dich das erste Mal sah, war ich erstaunt, wie einfältig und naiv du scheinst. Ich wusste, dass du irgendeine besondere Kraft besetzt wurde. Ich dachte, wenn ich dich in der Nähe behalte, könnte ich dich kontrollieren und dazu bringen, deine Kraft zu Atlums Vorteil einzusetzen. Aber deine Worte zu hören, hat mir klar gemacht, dass ich blind war und die ganze Zeit alles in der Kontrolle und hast mir den Weg gezeigt. Letzten Endes war ich der Einfältige von uns, dank der Rush. Nun, ich glaube, eigentlich ist dies nicht der richtige Zeitpunkt. Für solche sind es ja mal... Auf zur heiligen Ebene. Ein Dämon hat mein Sprachzentrum befallen. Hey Matt, schön dich zu sehen. Hallo. Ist die Frage, ob jetzt neue Quests aufgetaucht sind, weil wir ja jetzt wieder eine Cutscene gesehen haben. Ich weiß, es nervt total, jedes Mal wieder in alle Gaststätten zu rennen, aber hey. That's the game. Seht ihr, was ich meine? Hat sich gelohnt, oder? Speicherung 5 behalte ich aber. Ich gehe weiter nach unten und mache da nochmal eine auf. Nicht, dass wir irgendwelche Nebenquests wieder nicht mehr... Ah, verdammt. Das ist mir doch egal. Monsterjäger. Guten Tag, was gibt's? Herr Rush, Lord David hat eine wichtige Angelegenheit mit euch zu sprechen. Werdet ihr zur Burg Athlon kommen? Ich bin schon unterwegs. Was ist jetzt schon wieder? Rush, danke, dass du gekommen bist. Ich wollte dich etwas fragen, bevor die anderen kommen. Ich weiß, das kommt etwas kurzfristig, aber würdest du mich zum Vornstrand begleiten? Da ist jemand, den ich gerne wiedersehen würde. Ariel? Ja, okay, warum nicht? Danke, Rush. Üble Monster lungern um diese Jahreszeit in Vornstrand rum. Wir müssen vorsichtig sein. Ein vages Versprechen. Zu jeder Jahreszeit rennen da böse Monster rum. Das ist nichts Neues. Vornstrand. Sind wir wirklich alleine? Wir werden sie hier finden. Lass uns gehen. Darf ich wissen, wen? Ich dachte, wir sind Freunde, Dave. Ne, wir haben alle unsere Leute dabei. Also. Bevor die anderen hier sind. Was für andere? Wir sind, alle sind mitgekommen. All die Leute. Aber ich mag die Gegend. Ist eine coole Gegend, finde ich. Was ist das? Das ist eine... Ist das ein Wärmer? Ich hab noch nie einen Kobold gesehen. Oh, ein Baupunkt. Moise. Ich nehme den mal mit. Was du hast, vermisst du nicht. Alter,
Alter. What? Ist das schlecht oder gut? Wir haben gar keine AP, die wir einsetzen können gegen dieses Monster. Die dürfen. Alter. Überfall. Elektrisierend. Blocken. Yes, hab ich. 5000er Schildschlag. Warum ist der rot, der Gegner? Hab ich noch nie gesehen, oder? Thank you, this. Alter. Flankenangriff. Warum ist der Name rot? Sind alle gegnerischen Namen rot? Mir ist es vorher nicht aufgefallen. Aber ich glaube nicht. Was weiß ich denn schon? Mondschatten. Geile Technik. Alter, sie hat ihm die Beine abgehackt. Finde ich voll okay. Keine Fragen hier. Jetzt sind sie natürlich in Bereitschaft. Das ist natürlich dumm gewesen. Heile sie um jeden Preis. Nein, das machen wir bitte nicht. Geile Fähigkeit. Achso, es gibt Quest-Mobs und reguläre Mobs. Dann machen wir die jetzt mal weg. Mal gucken. Was du tot hast, vermisst du nicht. Ich bin dran. Oh. Warum mache ich Zeitverdopplung, wenn der Gegner tot ist? Jatta. War halt irgendein Mob. Okay. Hätte sich ja lohnen können. Erbstücktopf. Also, wo ist diese Ariel, von der wir reden? Wen will denn der David hier treffen? Hat er eine heimliche Liebe? Ich dachte, Irina ist ein Schatzi-Schnupsel. Es sieht noch genauso aus wie in meiner Erinnerung. Vor 5 Jahren war dies mein Versteck vor der Welt. Ich war zornig, als Nassau geboren zu sein. Ein Marquis ist für alles verantwortlich. Der Titel war nichts als eine Bürde. Kindisch, ich weiß. Zu dieser Zeit traf ich ein kleines Mädchen. Sie war in meinem Alter und lebte in den Randbezirken der Stadt. Anscheinend war dies auch ihre Zuflucht. Wir wurden Freunde und verbrachten viel Zeit zusammen. Ich war stets von Erwachsenen umgeben und es war erfrischend, einmal mit jemandem meines Alters zu sprechen. Sogar als sie herausfand, wer ich war, behandelte sie mich nie anders. Okay, das ist gut. Das heißt, sie hat keinen Respekt. Das ist schon wieder ein Rare-Mob. Auf meinem Weg mache ich alles weg, was ungewöhnlich aussieht. Karma. Wieder ein roter Mob. Ich habe das Gefühl, dass hier ist ein... Hier muss irgendwo ein Nest sein. Nice! Guter Gegenangriff. Ja, Ohrfeige. Oh, der zweite Angriff ist schon ein Flankenangriff. Nice. Jetzt aber Rusho! Oh! Gibt's ja wohl nicht, oder? Schwerer Schlag.
Das war ein schwerer Schlag und das auch. Das hier ist ein schwerer Schlag. Mächtiger Brecher 3. Da hätten wir was Heftiges machen sollen. Dave setzt Ex Machina ein, weil das ist nötig gegen diesen Gegner. Drecksack, trefft ihre Schwachstelle. Gut geblockt. Nicht so gut geblockt. Ex Machina! Richtig nötig. Feenkraut erhalten, einmal. Naja, wir machen die mal weg, die ungewöhnlich aussehen. Ich weiß nicht, ob ich es muss. Aber ich meine... Nichts kann Atlum je passieren, solange du die Verantwortung trägst. So sagte sie eines Tages zu mir. Ich glaube, ich habe als Antwort lediglich genickt und schief gelächelt. Solange Atlum von Kalapé beherrscht wurde, bestand stets die Gefahr eines Krieges. Ein kleines Land wie Atlum würde niemals unabhängig werden. Niemals! Zumindest dachte ich so. Dennoch war ich froh, dass sie Vertrauen in mich hatte. Ich fühlte mich bestätigt. An diesem Tag versprach ich, wie üblich, uns wiederzusehen und gingen unserer Wege. Aber dann kam sie nicht wieder. Ich habe sie nun schon lange, lange nicht mehr gesehen. Oh oh. Lass uns gehen. Dort vorne ist es. Remo Pudes. Was heißt da vorne ist es? Wo ist da vorne, David? Vollidiot. Hier ist es zumindest nicht. Das haben wir jetzt geklärt. Oh, Bohrpunkt. Herr Buddler kann auch tauchen. Und er taucht auch richtig gerne. Korall, okay. Korall. Diese Monster gibt es ja auch normalerweise. Trotzdem. Ah, Mist, da vorne war noch einer. Ich voll Idiot. Das hätte nicht sein müssen. Gib ihm! Sah schon gut aus. Jetzt müssen wir nur einen Konterhieb machen, alles ist gut. Dann halt nicht. Mit dem. Hin fort mit euch! Zwei Monster sogar gefangen. Wow! Der sieht aus, als ob er nicht hingehören würde. Definitiv nicht hingehören würde. Okay. Besiegt den Gegner. Ja, gut. Dann machen wir das einfach mal. Wenn er das sagt. Ich meine, er hat relativ viel Leben. Der hat halt gute Blockwerte. Das ist aus dem kleinen Mädchen geworden. Hm.
Wer hätte das erwartet? Der war immer hier und hat immer dieses Monster gesagt, so, na, die ist bestimmt nicht mehr hier. Und dann war das Monster einfach das Mädchen. Vergeltung ist so eine coole Attacke. Greift von die Seite an. Greift von die Seite an. Trefft sie von hinten. Schwing. 1900. Geil. Komm, vergift ihn. Jawohl. Krass. 20.000 Giftschaden. Easy. Easy. Komm, mach was Cooles. Flinker Drachenflug. 11.000. Schade, dass die nicht auch den Schaden kriegen in den Runden, wo sie halt nur angegriffen werden. Aber ich denke mal, das wäre dann wahrscheinlich viel zu heftig, wenn die vergiftet sind. Und ich nehme ihn so in die Zange wie hier. Beende es mit Omnischlag. Na klar, weil das ist definitiv voll sinnvoll. Macht all die harten Attacken. Go! Doppelstich. Geil. Stich. Stich. Das musste ich mir jetzt aber mal angucken. Das habe ich noch nicht gesehen, die Attacke. Gut geblockt. Das war's. Mit Noras mächtigem Hammer. In der Nacht unseres letzten Treffens griff ein Haufen Monster Atlum an. Ich versammelte schnell unsere Truppen, aber ich kam zu spät. Die Monster waren bereits in der Stadt. Hätte ich doch nur keine Erlaubnis benötigt, den Girbulk zu benutzen, dann wäre ich womöglich in der Lage gewesen, die Invasion zu verhindern. Aber ich musste den Vertrag mit KPs über die Leben der Stadtbewohner stellen. Die Folge davon waren etliche Tote. Sie war eine davon. Warum sind wir hier? Nie hatte ich mich so hilflos gefühlt. Ein Herrscher, der nicht einmal das Leben eines einzelnen Mädchens retten kann. Ich weiß, es ist eine Weile her, seit ich hier war. Ich entschuldige mich dafür. Ich konnte es nicht über mich bringen zu kommen. Obschon ich wusste, dass du hier bist. Ich schwor mir erst wieder zu kommen, wenn ich würdig bin, wenn Atlum das Land geworden ist, das du dir immer gewünscht hast. Atlum hat die Unabhängigkeit errungen. Ich weiß, dies ist nur ein kleiner Schritt nach vorn, aber es ist dennoch ein Schritt. Und einzig deiner Worte wegen ist es mir gelungen, es überhaupt so weit zu bringen. Ich habe dir all diese Jahre etwas sagen wollen. Etwas, das ich mir geschworen hatte, dir zu sagen, sobald wir uns das nächste Mal sehen. Ich danke dir und... Und? Und was? Danke, dass du mich begleitetest. Es ist nicht viel, aber bitte nimm dies. Eine komplizierte geschenkte Korallenbrosche. AP, Kostenreduzierung und Donner. Pyramide erhalten? Du hast eine mächtige Formation einer vorhandenen Formation freigeschaltet. Variante einer vorhandenen Formation freigeschaltet. Geil! Mit der Hilfe aller werde ich sie in eine Stadt verwandeln, zu der die Leute bewundernd aufschauen. Ein vages Versprechen. Das ist ein Scheißversprechen gewesen. Ernsthaft. Aber gut, dass er nochmal hingelaufen ist. Cool. Also, das war relativ interessant, denke ich. Oder? Deswegen nochmal an dieser Stelle. Es lohnt sich, nach jeder Cutscene in diese ganzen Dinger zu laufen. Auch wenn es... Ich weiß, es ist einfach... Er sollte mir anzeigen, wo es Quests gibt. Ernsthaft. Es ist einfach zu viel. Weil jetzt kann ich in jede Stadt latschen...
und dort wieder dasselbe machen. Rush, ich benötige, ja, nekrotischer Strahl, Frauen, Koks und Nutten. Okay, ja, jetzt weg mit euch. Ihr kriegt alles, was ihr wollt, später. Vor allem, ich lüge die alle die ganze Zeit einfach nur an. Rush, ich möchte das haben. Ja, okay, wir suchen danach. Punkt. Jetzt betretbar, heilige Ebene. Danke, nein, danke. Ich möchte da nichts treten. Zumindest nicht im Moment. Ja, Baulzen hat nämlich jetzt auch eine Quest. Siehst du? Die habe ich auch schon lange nicht mehr dabei gehabt. Rush, wisst ihr? Ich habe auch eine kleine Schwester. Sie lebt hier in Atlum. Es macht die ständige Arbeit einfacher, wenn ich weiß, dass sie auf mich wartet. Darum kaufe ich immer etwas Schmuck von meinem Lohn als Geschenk für sie. Ich habe immer ein Auge auf Dinge, die ihr gefallen könnten. Das ist aber nett. Das ist aber nett zu wissen. Über den Bautzen. Ich dachte ja nicht, dass der eine kleine Schwester hat. Oh, ich würde auch gerne den nekrotischen Stahl haben. Kann ich noch die Quest mit der anderen Magie annehmen? Gute Frage. Ich gehe mal gucken. Eins, eins hört sich doch gut an. Aber ich gehe jetzt mal irgendwas anderes schauen. Nämlich, also er hat keinen neuen Dialog, beziehungsweise sie, beziehungsweise er. Dann gehe ich nochmal hier in diesen Spaß hier und dann gehe ich nochmal in die Kneipe. Und wenn ich dann da war, dann gehe ich gucken, ob ich die Quest noch machen kann mit der Magie. Farmers. Nö. Es ist ein Pharmazeutiker. Da 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 da. Guten Tag, ich suche Quests. Ich bin Smash, der Typ, der wieder alles annimmt. Egal was es ist, Hauptsache es gibt was. Nein, halt nicht. Must be done before entering Andelwald. Ah. Deswegen habe ich ja vorher gespart. Hallo. Vor kurzem hatte ich einen merkwürdigen Traum. Es war der Tag, an dem der frühere Herzog Quibe starb. Ich komme zurück vom Palast, weinend. Die Sonne geht unter und taucht die ganze Stadt in ein goldenes Licht. In ein goldrotes Licht. Mutter hält meine Hände und Vater schaut mich mit einem bitteren Lächeln an. Es ist so lang her, es fühlt sich so echt an, so warm. Aber so habe ich es bis vor kurzem empfunden, denke ich. Mein Vater, meine Mutter, meine Erinnerungen. All das wurde mir von Herzog Quibe gestohlen. Als er starb, war es einfach das, was er verdiente, dachte ich. Wenn ich es jetzt bei klarem Verstand betrachte, sehe ich, dass die Aussicht damals wie heute war, wunderschön. Ja, ich bin noch heimlich hier. was das mit der Magie muss bevor Endring Undelwald sein, gibt gar nicht. Stimmt gar nicht. Aufrichtige Waldjungfer, voll gut. Voll gut, dass du daran festhältst. Also ich kann den Quest immer noch machen. Nora's Quest kann ich immer machen. Also ich kann den Magie-Quest noch machen. Aber ich denke nicht, dass es sich lohnt, das zu probieren, Fragezeichen. Weil das ist voll stark und so. Und das ist voll gefährlich. Und ich bin nicht so gut in gefährlichen Sachen erledigen. Ich weiß nicht genau. Was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich gehe einfach weg. Weil ich das irgendwie nicht so richtig gebacken kriege. Und ich denke, dass es nicht okay ist, wenn ich da jetzt einfach weitermache. Das war die gefallene Quest, nope. Oh, hi. Aus irgendeinem Grund erinnert mich das Kämpfen an eurer Seite an meine Zeit mit dem Gründer. Er lehrte mich, wie wertvoll es ist, Leben zu schützen. Aus diesem Grund zögere ich nicht, als ich an der Reihe war, die Rolle des Kommandanten einzunehmen. Rush, wir leben in einer Zeit der Prüfung. Macht, Territorien, Artefakte.
Es scheint, als könnte jeder Konflikt heutzutage zum Krieg eskalieren. Wenn ich Opfer vermeiden kann, indem ich in diese Konflikte eingreife, werde ich das tun, ohne zu zögern. Auch wenn ich dafür gegen das Gesetz verstoßen muss. Ah, jetzt verstehe ich. Ihr seid ihm sehr ähnlich, Rush. Darum rede ich wohl so viel mit euch. Faszinierend. Ich bin gespannt, wohin eure Überzeugungen euch führen werden. Bei den Falken werdet ihr jederzeit willkommen. Parameterbonus. Er mag mich. Das ist aber voll nett. Es ist über Steam erhältlich. Das ist korrekt. Das ist das, ich spiele auch die Steam-Version. Oder ich spiele das auch über Steam. Die Steam-Version wäre vielleicht ein bisschen. Jürgen will was von uns. Jürgen, möchtest du etwas würgen? Guck mal. Oh, Rush, ich denke, ich konnte mich an mehr erinnern. Ja, genau, wenn du The Last Remnant über Steam holen willst, schau doch mal über Kinguin. Findest du unterm Stream. Da gibt es manchmal günstigere Varianten für Steam Keys. Ab und zu, nicht immer, aber mal reinschauen lohnt sich definitiv. Über meinen Link. Oh, Rush, ich denke, ich konnte mich an mehr erinnern. Vage, wir waren zusammen, diese Frau und ich. Sie war großartig, klug, kompromisslos, stark, wie die Wüstensonne. Wir saßen am Wasser, das Spiegelbild ihres Lächelns funkelte auf der Wasseroberfläche des Flusses. Fluss? Oder war es vielleicht ein Kanal? Könnte all dies passiert sein? Verdammt, ich erinnere mich nicht an alles. Warum Fremdwerbung? Ist doch richtig. Ist doch keine Fremdwerbung. Ist ja unterstützende Werbung. Das ist okay. Das kann man machen als Grabwächter. Wo wollte ich hin? Achso, wegen dem gefallenen Quest. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das vorher gemacht werden muss. Weil der hat mich so auseinandergerippt. Let it rip und so. Hat der Mob gesagt, als er mich auseinandernahm. Der ist weg. Laber mich nicht voll. Den muss man vorher machen. Eine schlimmere Variante. Ah ja, schlimmer als diese? Das heißt, ich muss die machen, um die Questreihe weiterzumachen? Dann lohnt es sich fast nochmal zurückzugehen. Ich meine, ich kann ja alles wegskippen. Wie, ich darf gar nicht nach Undelwald. Das heißt, der Quest ist so oder so jetzt weg? Finde ich aber nicht in Ordnung. Pff, wenn ich das mal so sagen darf. Das finde ich nicht in Ordnung. Die Quest war viel zu krass. Also, ich bin weder ein Erfolgs. Das hätte ich nicht schaffen können. Wie hätte ich das machen sollen? Der hat mich bösest auseinandergerissen. Der war ja fernab von Gut und Böse. Was ich jetzt aber mal machen kann, weil ich das wirklich wissen wollte, ob ich gar nicht nach Underwill darf. Ich werde hier mal speichern. Doppelt natürlich. Ich werde einmal rausgehen, werde meine Underwill-Speicherung vor den Ereignissen laden. Weil ich war ja mir bewusst, dass wir eventuell vielleicht nicht zurückkommen. Und werde jetzt nochmal dahin porten. Und dann weiß ich mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gar nicht nach Undelwald da will. Woher willst du denn das wissen? Vielleicht muss es vor der Cutscene machen, das kann ich noch verstehen. Und wenn die jetzt weg ist, ist die weg. Na gut, dann bin ich aber auch nicht sauer drum oder so, aber dann ist es halt so.
kannst nicht alles haben. Ich versuche so viel wie möglich zu machen. Wenn da was durch die Lappen geht beim ersten Mal spielen, ist halt so. Der ist einfach weg. Boah. Das ist ja krumm. Das hat er aber nicht gesagt. Das hat er aber nicht gesagt. Das finde ich ja krass. Das finde ich ja krass. Vor der Zwischensequenz. Die Sprechung, die ich gerade hatte, war vor der Zwischensequenz. Das war, bevor ich überhaupt zum Gottkaiser gegangen bin. Deswegen... Diese Sprechung war vor dem Gottkaiser. Haben wir noch daran gesehen, dass da noch Neustand bei dem... Maddox. Dass da Neustand bei dem letzten Raum, wo der Gottkaiser da sitzt. Das ist ja krumm. Wow. Ja, das ist. Ja, ist schon definitiv zu spät anscheinend. Kannst nichts machen. Was weg ist weg, sagt man auch, oder? Krass. Dann ist die Frage, dann fragt man sich, was. Ich meine, einen Boss habe ich ja schon verpasst. Das weiß ich auch. Ich konnte ja am Anfang über diverse Quests so Augen sammeln. Ich kann euch das mal eben zeigen. Die Leute, die sich. Ja, schade finde ich das jetzt nicht. Also wirklich nicht. Ist halt wie es ist. Und zwar konnte ich so diese hier Dinge, diese Wüs, Wes, Ein, Tak und Shendu und so, die konnte ich alle sammeln über Quest. Diese ganzen Rock, Federn, Schwingen, keine Ahnung was. Und dann konnte man in Royozia zu dem Oberhaupt gehen und sagen, oh ja, ich will dir helfen. Und dann konntest du zu so einer Feuermaid gehen und konntest auch so einen riesigen Boss machen. Der hat einfach Granateneinschlag gemacht. Einmal, die ganze Gruppe, alle waren direkt tot. Alle. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann komme ich da vielleicht später nochmal wieder. Und da war auch eine Cutscene später, war der Quest nicht mehr available. Und das fand ich dann noch so ein bisschen so. Was willst du denn machen? Ist dann die große Frage. So, wenn du einfach... Ich meine, du kannst ja nur leveln, wenn du in andere Gebiete und neue Gebiete kommst. Oder willst du die ganze Zeit Monster grinden, die dir nichts mehr geben? Also... Ist das nicht meins? Wer das machen möchte und die ganze Zeit gegen Level 5 Gegner kämpfen will, weil man meint, ich weiß ja nicht, gibt dir das irgendwas? Jetzt ernsthaft? Ich meine, du verlierst Zeit in einem Spiel, das machst du auch, wenn du das Spiel spielst, klar, aber du verlierst unnötige Zeit, die einfach nicht sein muss. Das ist halt dieses Gegrinde, was auch bei zum Beispiel bei Secret of Mana dann total unnötig war. Ich meine, wir haben es bis zum Ende geschafft und hätten wir gewusst, dass Run, die einfach das Schwert niemals abgeben darf und diesen Schwertlevel erreichen muss, und da wir den nur als NPC gespielt haben, wäre das ja theoretisch kein Problem gewesen. Aber hätten wir das gewusst, dann hätte man ihm noch das Schwert gelassen und dann wäre das Level auch kein Problem gewesen. Das behaupte ich jetzt einfach mal stark. Aber wenn du den nur einen von 100 Mal triffst, okay, dann kann das vielleicht ein Problem sein. So, dann liegt es aber definitiv nicht daran, dass du... Deswegen, da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Aber das habe ich jetzt hier auch nicht. Einfach weil, ja, dann halt nicht. So, was willst du denn machen? Du gehst da hin und der... Ich meine, ihr habt die Bossversuche gesehen. Der kommt an, macht pö, tot. Das wird nicht besser. Also, erfahrungsgemäß. Da helfen dir auch drei Level nicht. So... Von daher, ich mach, was ich kann. Und was wegläuft, das ist halt weg. Da hätte man sich wahrscheinlich überall extra Speicherung anlegen sollen. Aber dann ist dann die Frage, ja, dann willst du ja nicht das andere Spiel durchmachen, wenn du dann dein Quest nicht hast. Dann kannst alles eh nochmal von vorne machen. Von daher ist auch doof. Du könntest ja immer sagen, okay, den Boss will ich versuchen. Ja, im Multiplayer ist die Kamera krass verschoben, nicht? Bei Secret of Mana ist es übel heftig, wie die verschoben ist. Dankeschön. Wie gesagt, das Spiel ist ja nicht schlecht. Okay, wir müssen die heilige Ebene, ja.
Das Spiel ist ja nicht schlecht, das will ich ja nicht sagen. Das will ich nicht sagen über, über Secret of Mana. Es ist okay, es ist halt nicht der Durchbruch. Damals schon, heute nicht mehr so. Ja? Nur noch als Fan kann man, das halt, kann man sich das wirklich geben. Und dann ist es halt schade, dass die, der Remake so umgesetzt wurde. Das auf jeden Fall. Das jetzt halt, habt ihr gehört, Chrono Trigger kommt jetzt übrigens auch mit deutschem Text, was ganz schön ist, weil da freue ich mich drauf, in der Steam-Version. Und die werden auch, da arbeiten, das ist auch Square, Chrono Trigger? Ich glaube schon. Da arbeiten jetzt auch dran, dass es besser wird, das Remake, weil da haben sich einfach mal all die Leute beschwert, dass das scheiße ist. Und das bedeutet schon was. Das hatte einfach nur negative Reviews. Nur. Oder ich meine zu 90%. Das ist viel. Das sind viele schlechte Meinungen, dass du die dir nicht erlauben kannst. Wir sind alle legendär. Guck mal, legendärer Samurai hat auch zwei Waffen. Von Undelwalde. Der Shit. Spike ist auch dabei. Und Schild. Brauchen wir nicht. Schild ist was für Lappen. Schade mit dem Quest. War nicht schlimm, aber schade. Und hier gibt es auch nichts Neues. Das ist, deswegen renne ich hier so prüfend rum. Ja gut. Ich denke mal, dann sind wir mit unserer Ration The Last Rem. Obwohl, ich könnte mir noch... Komm. Kostet nichts. Kostet dasselbe. Wir versuchen jetzt nochmal eben die Superquest. Für eine halbe Stunde was anderes machen lohnt sich auch nicht mehr. Ich wollte heute nur bis 22 Uhr machen. Aber dann können wir wenigstens... Der dritte Weg. Aha. Siebenbuhr. Hab ich auch gelesen. Hätten ein Monster, was so blinkt und glitzert? Ich habe gerade keine Zeit für euch. Ich muss gerade gucken, was das für Monster sind. Das sind Feen, Alter. Seid ihr bescheuert? Nein, ich gehe hier sowas von raus. Verpisst euch. Niemals. Entschuldigung, Hard Language. Nope. 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 Definitiv ganz klares Nein. 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 Heißt absolut nein. Nein heißt nein. Nein bedeutet nein. Nein heißt, ist ein Lebensstil. Nein. Okay, haben wir drüber geredet. Ich wollte nur mal gucken. Oh, da hinten ist das Artefakt. Alter, die haben minimal viele Truppen. Warum schließt man sich so einem Idioten an? Ja, Mann. Alles, was David sagt. Alles, was David sagt. Es wird gemacht, was David sagt heute. Bei The Last Remnant natürlich. Sonst wird gemacht, was ich sage. Besiege der Haupteinheit der Elite-Einheiten. Escort-Team. Sturmtruppen-Unterstützer. Vorrücken. Ein guter Vorrücken kann auch entzücken. Leute, das sind. Ja, jetzt ist es ein bisschen weniger, Leute. Das finde ich gut. Nice. Davids Gruppe macht direkt alles richtig. Kein SO, kein Secret of Mana Retro Make-off, sondern ein Chrono Trigger. Kampfkünste. Kann ich die anderen auch angreifen? Offensichtlich. C und B werden angegriffen.
und D. Dann greifen wir mal F an. Und wenn es geht, greifen wir mal G an. Auf geht's. Nein, wir wurden von irgendeiner Gruppe angefangen, die wir auch verprügeln wollten. Oh, wie ungünstig. Oh, so ein Pech, dass diese Gruppe sich in unseren Weg gestellt hat. Wir hätten so gerne die andere verprügelt. Schon wieder eine Gruppe, die sich mir in den Weg stellt. Was soll denn das? Oh, gut ausgewichen. Das war doof, da habe ich wieder in den Chat geguckt, habe ich direkt gemerkt. Das wäre eine tote Gruppe gewesen, hätte ich das vernünftig gemacht. Funke! Ausgewichen. Gut ausgewichen. Gau, ey. Ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Gau, Alter, der hat gar keinen Bock auf Hitcast. Oh mein Gott. Geht's? Wir greifen Team E an. Ihr macht das, was ihr tut. Ihr macht das, was ihr tut. Und ihr macht... Was ihr tut, okay. Ja, Secret of Mana 3 ist hier bekannt als Secret of Mana 2. Aber Secret of Mana, was im Remake ist, ist 2. Also. Da hat Hexstar schon ganz recht. Der zweite Teil ist, wo man sich dann zwischen 8 Charakteren seinen Hintergrund aussuchen darf. Oder den Beastman-Menschen mit Kevin, den, also auf Deutsch. Auf der deutschen Fanübersetzung Kevin, den Beastmaster hast, und Duran, den Krieger, Mage und fucking Amazone und allem möglichen Quatsch. Ist cool. Boah, der Doppelstich ist voll nice. Der gefällt mir voll gut. Voll die nette Attacke. Obwohl die eigentlich keine. Habe ich einfach verpasst? Resonanzklinge 2, dann machen wir mal. Zick, zack! Genau. Aber im Japanischen heißen die so wie Hexdra, wie Hexes angezeigt hat. Was können wir noch machen? Ah, normal. Das ist nun mal ganz normal. Auf geht's, mein Lieblingsmonster. Schön ohnmächtig geboxt. Die haben viel Verteidigung, was soll das? Da kommt er mit seinen 4 Schaden. Genau. Oh mein Gott, die heilen sich einfach. What? What? Und auch die weichen aus, als ob es keinen Morgen geben würde. Ich finde das cool mit dem Artefakt im Hintergrund. Jetzt kommen die schon wieder angelaufen mit Augencreme und Schildtränken. Das ist so unfassbar. Haut auf damit! Wir müssen diese Unterstützer boxen. Geht doch. Ach, die laufen immer weg. So, jetzt wollen wir mal. Sehr gut. Ja, wie... Ihr unterhaltet euch irgendwie über dasselbe. Und jeder sagt dreimal, dass, was der andere auch schon geschrieben hat. Das finde ich ja total lustig. Tut mir total leid, dass du mal lachen musst, aber irgendwie. Ihr redet perfekt über dasselbe. Ihr schreibt
hintereinander weg die Sachen und dann so, das ist doch das, oder? Ja, das, was er gerade gesagt hat. Ach so, ja, okay. Die bringen sich auch hier durch Stress und Beleidigung gegenseitig um, glaubt mir. Könnt ihr bitte aufhören, diese Gruppe zu heilen? Das wäre ganz liebenswürdig. Töte ihn. Dankeschön. Wander! Diese Attacke! Boom. Oh. Alter. Oh, schön, der Weg geheilt. Das war clever. Und die eigene Gruppe auch heilen? Ist auch immer clever. Boah, haben wir viel Moral. Voll gut. Ob wir den Kampf gewinnen werden? Ich meine, ich sehe da hinten noch 3 oder 4 Gruppen von Gegnern rumstehen. Oh, ausgewichen. Ausgewichen, einfach so. Kennt ihr das, wenn ihr die heftigsten Attacken macht gegen Gegner, die schon halb tot sind? Sehr gut, das freut mich am meisten. Gegnerische Verteidigung, Verstärkung 1. Es ist nichts dabei, was interessant ist. Auf geht's. Bestienmeister, Besatzer. Vorrücken! Wir hätten uns auch heilen können, aber nein. Ich meine, es sind nur 4 Gruppen. Und wir sind zu 6. Warum bleibst du da hinten nun mal? Namul, meine ich. Entschuldigung. Omnischlag auf I. Du brauchst I nicht mehr angreifen. I ist tot. FB hochhalten. Du kannst H angreifen. Du kannst den da angreifen. Du kannst K angreifen mit Kampfkünsten. Auf geht's. Jo. Autsch. Vor allem, die können alle heilen, aber die weichen einfach von ihrem Plan nicht ab. Oh oh. Ich glaube, du wolltest gar nicht diese Attacke abkriegen, die du jetzt abkriegst. Das tut mir total leid. Ich wollte eine ganz andere Gruppe verprügeln. Egal. Jeder hat's verdient. Gut abgewehrt. Das ist auch ein gefährliches Schwert, was wir da hat. Ja, der Große hier, der Yama. Oh. Yama ist die Rasse, ich habe seinen Namen vergessen. Seelord oder so. Sehr gut. Oh. Komm schon, Leute. So ist gut. Schön den Rücken aufgeschlitzt mit dem Ding. Ah, endlich mal mehr Gegner. Ja. Hilft der halbtoten Gruppe, das ist eine gute Idee. Gut ausgewichen. Boah, das war knapp. Ach, jetzt kommt Namul. Wird auch Zeit. Das Problem, was ich habe... Jetzt auf einmal wollen sie mich doch alle töten. Gerade war alles noch chillig. Oh nein, Fehlschlagattacke, ich Vollidiot. Das war dumm. Schade.
Schön ohnmächtig geboxt. Jetzt muss das Lähmungsglas gleich sitzen. Jetzt fast wieder Hälfte leben, das ist so lächerlich. Hört auf, die Gruppe zu heilen da! Oh. All die Gegner, die sich heilen. Die kriegen so viel Gruppendamage ab. Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, die letzte Gruppe, die lebt, ist von Gao. Ach nee, doch nicht. Na, siehst du, geht doch. Alles wieder gut. Die heilen sich zu viel, das ist so krass. Oh! Schaut nicht hin! Der Pharao ist not amused. Sich noch einmal, denn das lässt ihm keine Ruhe. Er heilt sich noch mal. Das zweite Mal ist die Ausweichen bei dieser Sache. Oh Gott. Sterben sie am Gift, während sie die andere Gruppe heilen und nicht sich selbst? Die Antwort ist ja. Nun, die Moral ist im Keller. Und sie heilen sich weiter. Die Gruppe hat nicht überlegt, einfach anzugreifen, nachdem sie alle gelähmt wurden. Dann halt nicht. Die Gruppe heilen sich weiterhin. Die haben jetzt wieder volles Leben. Es wird ganz schwer hier durchzustarten. Fällt ist ein riesiges Monster, habt ihr gesehen? Das sieht aus wie Minotaure. Aua. Und da heilen sie sich wieder. So krass. Ach, fuck. Ich habe schon abgeschaltet. Im Kopf habe ich schon verloren. Ach. Seht ihr, was ich meine? Jetzt heilen die sich einfach weiter. Wie wär's, wenn ihr euch noch ein bisschen heilt? Das ist ja der Wahnsinn. Wie schon gesagt, im Kopf habe ich schon verloren. Ich hab so abgeschlossen. Jeder kann von denen heilen. Das ist, und jeder kann beleben. Das ist ja der krasseste Shit einfach. Endlich. Oh Gott. Namul klappt gleich zusammen. Gemacht. Ja, halt euch ruhig noch mal ein bisschen, das hilft. Oh. Ich meine, Rush-Gruppe ist noch super dabei. Gut überlegt, das Gift wegzumachen. Das Ding lebt auch noch, aber nicht mehr lange. Okay. Mammut ist tot.
Finsternis! Vier Gruppen, easy! Schade. Aber sie müssen sich heilen. Wir zwingen sie in die Defensive. Das ist, glaube ich, auch blöd, zwei Heiler in der Gruppe zu haben. Irina ist ganz schön stark geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die Moral macht uns halt hart zu schaffen. Wir müssen anders gegen die kämpfen, im Allgemeinen. Ich denke, dann ist es auch hier gewesen für heute. Ah, oh, mistig. Gamo over, it is over. Nein. Er ist ein Auto in 7 Uhr. Okay. Leider kein First World. Das habe ich aber auch nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Das habe ich bei diesen großen Schlachten nie, dass das beim ersten Mal klappt. Soll ja auch nicht so sein. Das mag ich ja auch. Wie gehen wir hier hin? Da gibt's noch was Cooles. Mann, ich weiß ja nicht, ob ich in den blauen oder in den grünen. Fünf verschiedene Türme oder vier. Aber ich weiß nicht genau, was es hier geben soll. Aber wie auch immer, das war's an dieser Stelle mit The Last Remnant. Ich glaube, hier können wir nochmal reingehen. Ich glaube, hier gibt es noch eine ganze Menge an Dingen, die man looten kann. Sonst eventuell mal schauen, dass ich noch den anderen Magie-Quest machen kann. Leider ist halt der gefallene Quest abhanden gekommen, aber so ist es normal. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Das ist auch nicht so schlimm. Meiner Meinung nach ist das nicht schlimm. Nochmal an der Stelle. Dinge passieren nun mal. Du kannst halt nicht alles fertig machen beim ersten Mal. Will ich auch gar nicht. Und an dieser Stelle Dankeschön an euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es unterstützen wollt, bin ich sicher, ihr findet einen Weg. Abonniert das Ganze doch, lasst einen Daumen da und schaut doch mal, dass ihr bei Kinguin eventuell ein kleines oder dieses Spielchen für euch kauft. Das wäre super über meinen Link und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das scheint schwere.